Ja Leute, was geht? Ja, während ganz Österreich das EM-Spiel anschaut, bin ich draußen laufen. Kein Mensch draußen. Die ganze Straße für mich allein. Weiß nicht, wie viele Kilometer es am Ende sein werden. Aber auf jeden Fall mit den meisten Höhenmetern. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich laufe auf einen Berg hoch und dann mache ich einen schönen Loop wieder nach Hause. Ich habe extra gewartet, bis es ein bisschen abkühlt, aber es ist trotzdem sehr schwül. Naja, weiter geht's. Da geht's hoch bis zu dieser Kirche und dann hinten runter und dann einen schönen Loop back nach Hause. Auf jeden Fall 2,8 Kilometer bereits zurückgelegt. Ja, es ist, ich bekomme gefühlt keinen Sauerstoff. Es ist einfach so schwül. Nicht mal der Wind geht. Ja, ich hoffe, dass diese paar Höhenmeter noch etwas ausmachen und ich mehr Luft bekomme da oben. Aber ich denke nicht, es wird jetzt anstrengend. Jetzt geht es gleich Richtung 8% und 10% Steigung. Aber zum Glück nicht so weit. Let's go. Heftige Steigung. Puh. Mein Puls ist bei knapp 180. Aber weiter geht's. Berg hochlaufen ist doch was anderes. Aber wir werden belohnt mit einer schönen Aussicht darüber. Let's go. Geschafft. Ich bin oben. Kurze Ehrenrunde. Und dann geht's bergab. Yes. Let's go. Jetzt nur noch bergab. Das ist die Belohnung, Leute. Mega Aussicht. Ich würde es gerade so feiern, wenn es zum Regnen beginnen würde. Das wäre jetzt echt nice. Aber es geht so auch, jetzt geht es nur noch bergab. Jetzt lasse ich Puls schön ein bisschen runterkommen. Ja, 4,2 Kilometer bereits zurückgelegt. Ja, es werden doch über 5 Kilometer, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Let's go. Herrlich, durch den Wald zu laufen. Jetzt habe ich ein bisschen Seitenstich bekommen, aber es verschwindet gleich wieder. Ja. Bergab laufen ist auch nicht so ohne. Naja. Weiter geht's. Schaut mal, einfach nur Medizin für die Seele.
für die Seele und für den Körper. Mega. Weiter geht's. Jetzt musste ich kurz anhalten. Eine Mücke ist mir ins Auge geflogen. Jetzt weiß ich, dass ich nächstes Mal eine Brille tragen muss beim Laufen. Weiter geht's. Auf jeden Fall bin ich jetzt endlich runter vom Berg. Das Runterlaufen war gefühlt anstrengender wie Hochlaufen. Ja, jetzt geht's wieder endlich flach weiter. Let's go. 6,5 Kilometer zurückgelegt. Weiter geht's. Die Sonne sieht so schön aus. Mega. Ich bin heute fertig mit dem Training. Ich bin bei 10 Kilometer gelandet in einer Stunde und 4 Minuten. Durchschnittspace liegt bei 6,27 und es waren 160 Höhenmeter ungefähr. War hart, aber auch hat gut getan. Und habe auch schon ein neues Ziel für das nächste Mal. Und zwar werde ich versuchen, 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Das muss machbar sein, wenn ich diese Höhenmeter weglasse. Jetzt spaziere ich noch die paar hundert Meter nach Hause, die Beine etwas lockern und dann den Abend ausklingen lassen. Macht's gut, Leute. Ciao.